Hallo und herzlich willkommen. So, wir sind bei Star Wars. Boah, ich freue mich so auf den Singleplayer. Jetzt habe ich gerade meinen Controller von meinem Xbox hier angeschlossen, weil es heißt, dass es besser ist, mit dem Controller zu spielen als mit der Tastatur. Das Problem ist, ich bin kein Konsolenspieler, also ich bin voll ungeübt, wenn es darum geht. Aber wir wollen jetzt eine neue Reise beginnen. So, Lady Meister. Ach so. Hier die Groß. Ach so, man kann das von ganz schwer. Ach, wie süß ist das denn? Was nehmen wir? Ja, das ist irgendwie lustig, ne? Hier die Ritter. Oder wollen wir so voll easy peasy? Also ich bin, ja, ich habe da so die meisten Zeit nur die Online-Spiele gespielt. Also jetzt ist ein Singleplayer, habe ich wirklich schon Ewigkeiten. Ich glaube, Tomb Raider, der erste Teil, war mein letztes Singleplayer-Spiel überhaupt. Ja, nimm mal den Gegner. Das ist schon, also das wäre so eher für mich, ne? Gut, wir nehmen mal den Jedi-Ritter. Story-Modus. Ach so, nicht vertraut. Ja gut, das passt ja für mich. Zu mir. Nehme ich mal. Ja, es geht los. Ich freue mich. Ich liebe jetzt schon das Ganze. Ich liebe es. Ungern dein Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Mhm. Genau. Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Okay, alles klar. Scheiße. Tut mir leid, Kerl. Nur keine Sorge. Du kannst kein Geld ausgeben, wenn du tot bist. Ja, so läuft bei mir halt, ne? Alter Schwede. Ah, ich setz euch. Ja, somit angefangen, ne? Das läuft ja bei mir so perd. Ich muss mich mit dem Controller echt erstmal dran gewöhnen. Oh, ich mach mich voll zum Affen. Hier oben! Nach dir, Junge! Ja, Mann. Ich
Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukaalp gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Geil. Oh, ich freue mich schon. Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Aus, sonst würde man da gehen können. Ein Tier könnte es so schwer sein, dass man jetzt so weit rausgehen muss. Ja, glaube ich nicht. Ja, die Steuerung ist echt so ein bisschen mein Problem gerade. Boah, ich werde jetzt scheitern an der einfachen Aufgabe, obwohl hier blinkert was. Achso, jetzt gehe ich mal dort. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Aber kein zugelassener Müll. Zugelassener Müll. Nee, da ist so eine Leine. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Wo bin ich denn jetzt? Springen und zu klettern. Ein. So. So. Okay. Das drücken. Boah, ich bin so doof für den Scheiß, ey. Hä? Schichtig. Das war das untere. Ah, ich sag euch, das wird schon lustig sein. Ich muss hier mal ein bisschen schneller lernen, sonst wird das nichts. Beeil dich! Dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich rächen. Das wird also eine wilde Nacht. Also, bringen wir den Job zu Ende. Jetzt so gesehen, ne? Ich habe echt eigentlich keinen Plan, ob ich überhaupt hier irgendwo richtig bin, ne? Ich sehe einfach den Weg hier nicht. Thank you.
So rum. Ja, sehr schön, ne? Weißt du nicht, Kerl? Schön, dich zu sehen. Dich auch. So, wie soll ich da bitte laufen, ey? Das ist der Plan. Alter Schwede. So, okay, alles klar. Nach oben geht das nicht mehr, oder? Kann ich das hauen überhaupt? Oh. Ja. Ich kann jetzt momentan nur klettern, aber die Ratten gehen nicht mehr durch. Kann ich da auch durch? Ach was, echt? Folge den Ratten. Folge den Ratten, Alter Schädel. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Ja. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Ja, alles gut. Ganz entspannt. Habe ich wieder Klettermöglichkeiten, alles klar. Oder sterbe. Sterbehilfe. Wahrscheinlich für welche. Ja, alles gut, ne? So, ganz entspannt. Hey, ja, Kerl, hi. Wir dürfen uns von den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Fallen lassen, B. So, ich soll mich fallen lassen. Oh, sieht man, ne? Wow. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Genau, wie kommst du her, alter Schwede? So, da haben wir ein Seil. So geil. Ich finde Seile cool. So, und ich will aber hoch. Ich muss. So. Einmal hoch. Okay, das war knapp. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, das ist blöd jetzt, ne? Das hat mich so ganz hingehauen, Scheiße. Ich kann da nicht hoch. Das wird nichts. Oder? Mal versuchen. Okay, gut. Ist mir nicht schlimm. Ach nein, das ist ja erst die Rutschding hier. Oh, Scheiße. Wenn ich mich fallen lasse? Oh, echt jetzt. Ja, das ist echt kacke jetzt gerade. Ja, ist halt so. Ist keine andere Wahl, glaube ich. Tja, so ist das halt leider, ne? Ah. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Thank you.
fertig sein, bevor sie diese Tragfläche abtrennen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Aber cool ist es schon. Benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Ja. Da kann ich klettern. Also alles, was rot ist, kann ich klettern. Ja, beziehungsweise... Ja, doch. So wird das sein, ne? Alles klar, du bist dran. Moment! Mhm. Okay, Klammer gesichert. Muss ich den anderen oder was? Ja, das geht nicht. Wow, alles okay? Ja. Bin noch da. Ah, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Alles prima. Guck mal, der macht das so geil. Fertig. Moment, ich mach das. Ja, super. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schatzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein gutes Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja.
Ja. Cool. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Ja, vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Asher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Dorf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Erstmal, was in den Kisten ist. Das Kissen öffnen. Prof? Du hin? Du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so.
Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Oh. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Oh, ich hab Wir alle Schwert. Kennen die Wahrheit. Scheiße. Wie benutze ich dem? Ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Das tut weh. Jetzt werde ich kämpfen. So, okay. Alles klar. Keine Bewegung. Ich kann das. Ich kann das. Wie kommst du hierher? Ja, ja. Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Ich krieg dich. Oh. Okay. Genau, wenn wir nach hinten laufen, ist geschlossen. Oh, nicht zurücklaufen, vorwärts laufen, immer schön vorwärts laufen, ne? Ja, ich laufe gerne zurück. Also als Jedi muss es sich noch rein. So. Ja, jetzt leuchtet das Ding. Tja, das ist schwer, wenn man ein Schwert hat, dann kann man solche Sachen machen. Was einfach springen und so. Ah. Nur ein Aufblick. Oh, Scheiße, was mache ich jetzt hier? Oh, klettern.
Bewegung bleiben. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. Ach, so, Ziele wechseln, Zielfassung. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. So. Nein. Eis. Augen darüber! Das gefällt mir nicht. Jemand anderes soll angreifen! Okay, ich muss mal ein bisschen üben. Also ich muss das, glaube ich, machen, sonst kommen die zu viel. Hast du Schmerzen? So, was ist das? Ah ja. Das muss ich auch noch benutzen. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Jo, nee. Ja, das war's. Ich muss runter. Ah! 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 Ich kann nur rauf. Seid ihr? Väter! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Mhm.
Halt ihn ab! Was jetzt? Wir leben. Das ist jetzt. Der Zug hält? Immer weiter. Das ist nicht gut. Überlebt, ne? Ja, ist klar. Was ist nicht schwer? Alter, Scheiße. Wohin des Weges? Oh, echt jetzt? Nein! Aua! Scheiße, Dreck. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Okay, du kannst nicht ewig davonlaufen. Dein Untergang rückt näher. Motte an der Scheibe. Alter Scheiße. Schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade?
Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Mhm. Aber zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain? Ist doch hier der Nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Ja, gerne. Genau, weil ich muss pipi. Du bist in Sicherheit. Ich muss jetzt gerade pipi. Also. Im Moment. Ja, lass mal pinkeln. Entschuldigung. Oh, geil, oder? Ist irgendwie cool. Macht schon Spaß. So, ich... Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Spinner. Aber kann man das speichern irgendwie? Ah. Was ist das? Was ist das alles Cooles hier? Einstellungen. Okay. Fähigkeiten. Ach so? Kann ja nur zwei sein. Der kann noch nichts. Der kann noch nichts. So. Ich mach Schluss jetzt. Gott, ich lade das nochmal hoch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis für meine Unfähigkeit, das Spiel zu spielen. Aber ich habe so voll Bock auf Star Wars. Und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Auch wenn es nicht so meine größte Stärke jetzt, sage ich mal, ist. Weil erstens ist es mit Controller, kann ich gar nicht. Scheiße. Und das zweite, ja, es ist ein Singleplayer, also hier passiert vieles. Also meine Hände sind voll verschwitzt und so, aber ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. So, ich beende erstmal das Video. Ich werde ein bisschen weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich das hier so Let's Play-mäßig machen soll, dass ich halt alles aufnehme und dann euch dann hin und wieder zeige. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr wollt. Na gut, erstmal bis dann.